أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب. سعيد بن جبير باب كندز أنا بدك بيت أهاد بدن بي الله سبحانه وتعالى أين استا وندهات أين هان الديك الديك يعني هان بزيش صحوزة دا إما سبحان الله إن تم جبيت وقت نخت جبيت وقت دوش ديزيس جغوش دي أمخت ديزي تونة دي أمخت بياسي سبلوش خير إن شاء الله يدا بايس بس أنا هان مخت طيب ذاك أين استاق سبحان أين استنختس هت ديزي هان سبحان الله إنش كيفكت لن سعيد من جوا ذاك قطع الله صوته أزو عند هان كخيت إذا نخت سبحان الله أبا إن ديزا نخت هاتا إس نشكي مخت زودا السعيد بن جبير نش نخت أوفتين كنت أم قيام الليل بيت نسكن لأن السعيد بن جبير زوا جفودن ذا قطع الله صوتك أزيس أنا شبونتانا دعاء ملقوا الله دي تنشتم منيم زو مقفاء وسبحان الله ذاك دي خوف من سعيد بن جبير ذاك أبدين تاك هات ديزا هان نش ميجي كخيت كخيت هاي سبتاج والله أعلم sagt wir haben ihn nicht mehr gehört dann sagt die Frau von Sa'id ibn Jubayr zu Sa'id ibn Jubayr du darfst gegen keinen mehr Dua machen so stark sind die Leute damals gewesen im Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala und es gibt mehrere Geschichten subhanallah ich weiß nicht hasel es gibt Dua sehr viele Geschichten der Mann hat es spontan gesagt vom Herzen aber das ist ein Beweis dass ein Bittgebet erhört wird von Allah subhanahu wa ta'ala Und es gibt so viele schöne Geschichten, das heißt, Allah ist nah, Allah ist da. Ruf zu Allah subhanahu wa ta'ala. Man sagt, Dua silahul mu'min. Das Bittgebet ist die Waffe des Mu'min. Stimmt? Das heißt, das ist zwischen dir und Allah. Du brauchst nur die Hände hochzuheben zu Allah. Richtiges Essen, gutes Essen, halal Essen. Wende dich in der Zeit, wo, es gibt Zeiten, wo Allah die Bittgebete hört. Mach richtig Wudu, wasch dich richtig zum Gebet. Geh zwei Raka'at beten, im Sujud, im Niederwerfung. Urwa ibn Zubayr. Wir haben heute so viel Mittel von Allah, aber wir vergessen sie oder wir vertrauen nicht darauf, subhanallah. Und das ist gefährlich, das ist Zweifel. Und das kann den Mu'min sogar fast aus dem Islam rauswerfen, möge Allah uns bewahren. Kein Zweifel, das muss mit Gewissheit verrichtet werden. Urwa ibn Zubayr, das ist der Sohn von Az-Zubayr ibn al-Awam, radiyallahu anhu, sah, wie ein Mann betet, und das ist der Fall von vielen Muslimen heute leider, möge Allah sie bewahren. Er sah, wie er das Gebet so pickte wie ein Hahn. Das heißt, im Sujud ganz schnell runter und wieder hoch. Urwa ibn Zubayr, nachdem der Mann fertig war, geht zu ihm und sagt, oh, man sagt, hast du nicht einen Wunsch, den du Allah fragen willst? Willst du nichts Allah fragen im Sujud? Das heißt, du bist gerade an der Quelle. Du verpasst vieles. Du bist bei Allah. Und Rasulullah sagt, أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدْ فَأَكْثِرُ الدُّعَاءُ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Das heißt, der Diener Allahs ist im Sujud am nächsten zu Allah. Am nächsten, du bist am nächsten zu Allah oder am nächsten zu Allah. Sagt Rasulullah sallam, dann häufig die Bittgebete. Dort ist eine Stelle, an der Allah subhanahu wa ta'ala zuhört und Allah deine Bittgebete erhört. Hast du Probleme, hast du Sorgen? Anstatt zu einem Bruder zu gehen und klagen, geh doch zu Allah. Allah hört dir zu. Und subhanallah sagt, Ibn Adam, in sa'altahu yaghdabu. Wallaha in lam tas'alhu yaghdabu. Subhan Rabbil Alam. Sagt der Sohn Adam, wenn du ihn einmal fragst, zweimal, dreimal, er wird irgendwann mal sauer sein. Hat keine Lust mehr. Aber Allah, wann wird Allah sauer? Erst wenn du ihn nicht fragst, wird Allah sauer. Allah wird erst sauer, wenn du ihn nicht fragst. Allah will deine Bittgebete hören. Und wenn Allah noch eine Nasiha, meine Geschwister, inshallah, wenn du Dua machst, wenn du Allah bittest, weil warum redest du über Dua? Das ist auch ein Grund für die Versorgung. Wenn du ständig Dua machst. Die Ulema haben ein sehr schönes Beispiel gegeben. Dieser Beispiel ist wie ein Baby, der weint. Seine Mutter ist gerade beschäftigt mit was anderes, er weint. Er will sich auf irgendwas drauf aufmerksam machen, stimmt? Er hat Hunger, er hat Durst. Er weint, bis sie alles liegen lässt und geht zu ihm und stillt ihn. Dann ist er zufrieden. Genauso bei Allah, sagen wir, müssen wir bei Allah weinen. Weinen. Weinen, wie das Baby so oft weint, bis die Mutter ihn stillt und ihn zufrieden stellt. So weinen wir bei Allah. Weil jedes Mal, Wenn du weinst und Allah bittest, klopfst du an die Tore des Himmels. Taqra'u abwaab as-samaa. Du bist am Anklopfen. Natürlich, das muss mit Demut sein, das Herz muss sich zu Allah wenden, subhanahu wa ta'ala. Du klopfst in den Toren des Himmels. Bei wem? Bei Allah. Und Abu Darda sagt, derjenige, der ständig anklopft im Himmel,
Es steht kurz bevor, dass die Toren sich für ihn öffnen. Verstehst du das? Gebe nicht direkt auf. Und da gibt es ein Hadith, der sagt, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er einen Menschen liebt und der bittet Allah ständig, Allah gibt dir nicht direkt seine Sache. Warum? Weil Allah dich hasst? Nein. Denke nicht so von Allah azza wa jalla. Denke niemals so von Allah subhanahu wa ta'ala. أحسن الظن من الله. Das Gute ist denken von Allah azza wa jalla. Allah gibt dir noch nicht. Warum? Nicht weil er dich hasst. Nein. Allah sagt zu Jibril, ja Jibril, erledige noch nicht seine Sache. Ich liebe es, seine Stimme zu hören. Was für eine Ehre ist das, dass Allah deine Stimme hören will. Und dann später kriegst du deine Sache. Und wenn nicht, kriegst du was Besseres von Allah. Auch wenn es sich hinaus zögert, die Antwort wird kommen. Weil Allah es versprochen hat. Allah hat es versprochen, subhanahu wa ta'ala. Zu antworten. Und niemand hält sein Versprechen wie Allah, subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. Also bittet Allah, subhanahu wa ta'ala. Es gibt so viele, wallahi, schöne Geschichten, subhanallah al-azim. Es gibt man ein Mann, der war ein Götzenanbeter. Und dieser Mann, a'udhu billah, er macht Tawaf um seinen Götzen. Und natürlich, der ruft, ja Sanam, Sanam ist ja das Wort für Götzen, a'udhu billah, ja Sanam, gib mir das, ja Sanam, versorge mich, ja Sanam, heile mich, ja Sanam, a'udhu billah, min ghadab billah. Und es gibt ja einen Fitra in den Menschen, die menschliche Veranlagung, Fitra. Allah subhanahu wa ta'ala, dieser Mann, subhanallah, aus Fehler, wegen der Fitra, die in ihm steckt, er sagte, ja Samad. As-Samad huwa alladhi tasmudu ilayhi an-nas liqada'i hawaiji. As-Samad ist Allah Azza wa Jalla. Was heißt Samad? Das heißt, Allah ist derjenige, zu sich alle Geschöpfe wenden, damit er ihre Angelegenheiten erledigt. Huwa as-Samad, wir lesen oft, qul wallahu ahad Allah, Samad, wir verstehen sie nicht. Genau. Das heißt, alles ist von ihm abhängig und das wissen die Menschen, deswegen müssen sie zu ihm, subhanahu wa ta'ala, weil sie wissen, dass er die Angelegenheiten erledigt. Azza wa Jal. Aber viele wissen es, wissen es, aber wissen es eigentlich nicht. Dass sie wissen es mit dem Kopf, aber sie haben keine Gewissheit und Überzeugung darüber. Der Mann aus Versehen sagte, ja Samad. Allah sagt, labbayka abdi. Und das war Zeit von Musa. Musa sagt, ja Rabb. Er hat das aus Versehen gesagt. Er meint dich nicht, ja Allah. Allah sagt, gibt es einen anderen Samad, der antworten wird außer mir? Allahu Akbar, Rabbil Alamin, subhanahu wa ta'ala. Also liebe Geschwister, wendet euch zu Allah. Inshallah, vielleicht, wenn Allah will, subhanahu wa ta'ala, werden wir, inshallah, einen Dars machen über das Bittgebet im Islam. Ausführlich, mit schönen, wahren Geschichten im Islam, damit wir daraus lernen. Wallahi al-Azim, und ich schwöre bei Allah azza wa jalla, letzte Drittel der Nacht, aufstehen, Tränen vergießen, Allah löst alle eure Probleme. Sucht nicht, a'udhu billah, die Lösung in der Ungehorsamkeit Allah subhanahu wa ta'ala, denn damit erweckt man den Zorn Allahs. Und Allah bestraft dann, a'udhu billah. Und eins muss man auch verstehen, wenn du als Muslim wenig von Allah bekommen hast, heißt nicht, dass Allah dich hasst.